Endlich. Seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? So wie letztes Mal, verstanden? Langsam. Und nur auf mein Kommando den Stromstoß aktivieren. Verstanden? Und das Stichwort heute Nacht ist, sagen wir, Rache. Hörst du's, dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? Die Pendletons sind hier, nicht wahr? Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen, ihnen Tausende gestohlen. Du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendletons war mehrere hunderttausend wert. Hab ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Rache, Rache. Das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ruf meine Diener. Wir sind fertig. So, wie sieht's jetzt aus? Konzentrier dich bitte. Wir sind fertig, hab ich gesagt. Rache, jetzt lass mich frei. Ich werde dich auspeitschen lassen, du Schlampe. Was zum... Wer bist du? Was willst du? Der Safe? Ja, natürlich. Die Kombination ist 696. Nimm alles, was du findest. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. Okay. Weg wieder raus. Na, nicht ganz, wie es aussieht. Muss wohl den VIP-Ausgang nehmen. So. Okay. Zum Destilleriebezirk gehen. So. Nein, nein, nimm nichts mehr. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast, aber sie hören einfach nicht zu. Gib mir noch eine Chance. Bitte, Liebling, lass es mich dir beweisen. Dunbar, alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadt. Wir sind gleich da. In dieser Zeit der die Aufseher das Festmahl der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher bestimmt wird. Möge der Geist des Oberaufsehers sich verflüchtigen und eins mit dem Kosmos werden. So.
Wunderbar. So. Rein da. Und dann kann der die Drecksarbeit erledigen. So. Wieder da, du böser Junge. Hast mir die Zahlen gebracht. Ich suche schon seit Monaten nach der Kombination. Komm zu mir, wenn du eine neue Arbeit brauchst. Slackjaw weiß, wenn er einen guten Mann vor sich sieht. Na klar, willst meinen Plan für die Pendletons wissen. Sieh mal, die Pendletons haben diese Minen. Hunderte von Leuten arbeiten da eine halbe Meile unter der Erde. Ich werde den beiden ihre Köpfe rasieren, die Zunge rausschneiden und sie in ihre eigenen stinkenden Minen verfrachten. Dann sehen sie das Leben mit anderen Augen. Was zum Teufel glotzt du so blöde? Das ist ein verdammt guter Plan. So. Die werden neutralisiert. So, also kann es weitergehen. Bottle Street. So. Wieso muss ich denn jetzt trotzdem in die Golden Cat? Emilys Aufenthaltsort. Da habe ich wohl etwas vergessen. Ah, jedes Mal derselbe Mist. Autsch. Hast du seine Augen gesehen? Wir werden bald heiraten vor einem seiner Schreine. Zur Golden Cat gehen. So. Sind wir gleich wieder im Büro. Oh, bitte, tun Sie mir nichts. Ich bin nur eine Geschäftsfrau. So hilf mir doch jemand, Hilfe! Hilf mir doch jemand! So. Okay. Emily ist im Schlafraum. Aber im Kurtisanen-Schlafraum, was hat die denn da zu suchen? Da war ich ja vorhin ganz nah.
So. Ist hier was für mich? Heilkräuter. Beutel, Münze. Niam, niam. So. Okay, dann gehen wir jetzt Emily abholen. So. Wer bist du? Warum trägst du eine Maske? Corvo? Corvo, du bist es! Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis, tot, wie Mutter. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm. In die Richtung. So. Langsam, Mädchen. Wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein. Ach so, die geht zum VIP-Ausgang. Tschüss. Dieses Haus liegt am Fluss. Du bist mit einem Boot gekommen. Ich warte beim Boot auf dich. Ich kenne den Weg. Keine Sorge. Okay. So. Dann können wir wieder abhauen. Alle haben ihr gerechtes Urteil bekommen. Wir sind fertig hier. Du eine nette alte Dame. Blind und hilflos. Beachte mich gar nicht. Lass mich meinen Geschäften nachgehen. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort wird Walöl nur noch rationiert abgegeben. Missachtung dieser Vorschrift ist strafbar. So. Und... ich würde da gerne hoch. So. Ah, den Trank brauche ich, denke ich mal, nicht mehr. So. Jetzt geht's hoffentlich etwas besser. Vorsichtig. Nein, nein, ihr seht mich nicht. So. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Ach ja. Und wieder eine Mission erledigt.
Sind Sie bereit für die Rückfahrt, Jawohl. Corvo? Sie haben ja nicht lange gefackelt. Steigen Sie ein. So. Oh, wir haben tatsächlich eine Rune übersehen. Naja, gut. Kann man nichts machen. Ja. Wir klicken nochmal auf Fortsetzen. Und sobald die Gespräche, falls welche stattfinden, dann vorbei sind, machen wir mal Schluss für heute. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendants. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, eure Hoheit. Vergebt mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von erwachsenen Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Kalista, ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie Ihr Zimmer im Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Hound Pits Pop. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Kalista, Corvo. Wir sehen uns später. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben sie mehr getan als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Okay. Lord Pendleton will mit mir reden. Gut, dann machen wir das auch noch schnell. Meine Güte. So. Dann rede. Corvo. Die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Okay. Gut. Ja, mit denen... Na komm, mit denen können wir auch noch reden. Wenn wir schon mal dabei sind, mit Leuten zu reden. So. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen Sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was Sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Okay. Ja, das machen wir aber wirklich dann beim nächsten Mal. Wir speichern jetzt. Und ja, damit verabschiede ich mich auch für heute.
Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei was auch immer ihr gerade so tut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.